22 Cent, Sadie. Aber dir gebe ich es für 19 Cent. Meinst du nicht, wir können es irgendwie verrechnen, Freddy? Ich bin verdammt knapp bei Kasse diese Woche. Naja, Danke, Freddy. Bist ein echter Goldschatz. Sehe ich dich vielleicht heute Nacht? Tschüssi. War das nicht so, dass für die anderen Damen 20 Dollar berechnet wurden? Oh! Hey, Farkas, mein Arsch bringt mich noch um. Er weiß wirklich, wie man sich einen Auftritt verschafft, nicht wahr? Tut mir leid, das zu hören, Smithy. Ja, Mann, gib mir mal was von dat Präparat G. Ja, wenn's weiter nix ist. Hamburg. Das macht 15 Cent, Smithy. Aber ich schätze, du kannst mal wieder nicht zahlen. Willst du damit sagen, dass ich meine Rechnung nicht bezahlen kann, Farkas? Ha, ich zahle dir deine Tabletten schon. Hau sowieso ab von hier. Da hast du das, wo ich dir noch schuldig bin. Smithy zahlt dir die Tabletten. Ganze 4 Dollar und 87 Cent. Heiliger Strohsack, du bist reich. Ja. Naja, irgendwie. Und doch, vielleicht. Und wenn ich dir einen Rat geben darf, Farkas, dann mach dich hier dünne. Der Sheriff macht hier alles dicht. Irgendwas ist da faul. Die Pferde furzen wie der Deibel, Mann. Sag dir, ich wäre um ein Haar abgekratzt. Jemand muss dem was ins Fressen getan haben. Aber ich weiß nicht was. Aber ich sag dir, zünd ja kein Streichholz nicht an da draußen. Viel Glück, Farkas. Warst immer eine von den Guten. Dir auch viel Glück, Smithy. Wir werden dich arg vermissen. Dein breites Kreuz und dein schroffes, aber gutmütiges Wesen. Irgendwie bist du schon seltsam, Farkas. Was? Na, guck mal, wenn es noch einer kommt. Ah! Hier. Oh, Revolvermann. Nee. Brandinspektion. Ich bin hier, um der Sicherheit im Brandfall abzuchecken. Entsprechend das neue Stadtverordnung quasi. Boah, ey, das war mal gut, als ich reingeschaut habe. Das Laden muss ich dicht machen, Farkman. Dichter als ein Pissröhr. Aber Sheriff, das können Sie doch nicht machen. Was werfen Sie mir denn vor? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Feuergefährlich. Das Hütte ist brandgefährlich, Falkenstein. Das Schuppen ist ganz aus Holz. Aber Sheriff, alle Gebäude hier in der Stadt sind aus Holz. Davon ist mal nichts bekannt, Kleiner. Was für ein scheiß Pech, Farkinson. Von jetzt an bleibt das vor der Tür verschlossen. Was soll ich denn jetzt machen, Sheriff? Ich verdiene doch mein Geld mit dem Laden. Ups, zu schnell geklickt. Ja. Das war bestimmt noch eine wichtige Information. Das war wahrscheinlich ein, hier... Du hast 2 Stunden Zeit. Genau. Okay. Ah, zweiter Akt. Jetzt kommt's ganz dick. Okay, also den ersten Akt haben wir schon. Ja. Hier, die Pferde furzen schon wieder. Bestimmt das Wasser. Ja. Vielleicht sollten wir an der Stelle speichern. Klingt gut, ja. Also hatte Freddy seine Apotheke zusperren müssen, obwohl er überhaupt nichts doktert. Aber er hatte versprochen, dass er weiterhin den Schuss heute für den Feuersommer wieder aufmachen möchte. Das Verrecknis nämlich, der Sheriff, der Schlawack, der Drecker, der überall in der Stadt hat Geschäfte nicht gemacht hat. So Days, Theater, ein Hofschmied, Anlage Dünn, und ist euch mit blutig billigen Ausred. Was hat euch sagen können, wenn euch Snacks dazwischt? Auf wen hat's der Sheriff jetzt abgesehen? Was da denn mit den Pferden passieren, die gestanden und laut blärt haben? Der war schon, nichts mysteriös, sag ich da. Ich wollte speichern. Mhm.
Also müssten wir jetzt rauskriegen, was der Sheriff vorhat. Oder ja, auf welchen Veranlassung er das macht. Genau. Mhm. Jetzt gucken wir mal hier die Pferde an. Es ist das arme Pferd von einem Stadtbewohner. Jetzt hat sich das hier verändert von, ja, es stellt sich eine unglaublich große Menge eines Methangemisches aus dem das waren ehemals noch Pillendosen da am Rand und jetzt sind es Geier. Ja. Ja. Ich glaube, statt dem Apotheker brauchen wir bald das den andere Kostüm. Genau, und wir brauchen dafür die Stiefel. Ah, die sind beim Friseur. Genau. Wir haben da auch so einen Abholschein. Ja. Solange der noch auf hat. Ja, noch hat er auf, genau. Der lässt sich aber ganz schön lang die Haare schneiden, da. Aber hallo. Sal, du hast noch die Schuhe, die ich dir zum Polieren dagelassen habe. Ich glaube, ich habe sie dir vor 6 Jahren gegeben. Hm, lass mich mal sehen. Was hat das Abholschein für eine Nummer? Er sucht unter der Theke. Jo, das sind sie. Das Stiefel sind fertig nächsten Dienstag. Macht nichts. Ich nehme sie so, wie sie sind. Hey, mach dir keinen Kopf, wie ich in das Gebühr für das aufheben, okay? Nach 6 Jahren sind wir nächsten Dienstag dran. Das ist schon mal... Das ist hier... Ja, da weißt du doch deutlich, dass der Mann in den 6 Jahren nichts getan hat. Ich glaube eher, dass der einen sehr langfristigen Plan hat. Und einfach so kann es natürlich aussehen. Verdammt beschäftigt ist. Ja, vor allen Dingen an dieser Frisur. Ja, da ist er auch, das ist ein Kunstwerk, wie lange der da schon rumschnitzt. So, wir haben jetzt hier die Stiefel und wir haben das und jetzt fehlt uns nur noch irgendwie der Revolver dazu. Ja, jetzt guck doch mal, werft aber noch mal einen Blick auf die Stiefel, genau. Ah, die alten Taubenlederstiefel. Oh. Die Stiefel, die du seinerzeit getragen hast, als Kenny the Kid dir das Ohr abschoss. Immer diese Hinweise. Ja. Klamotten aus den guten Zeiten des Colt-Schwings, einschließlich des Hutes Marke der Gute. Freddy Farkas wird von Festus Lorraine Cheyenne eingekleidet. Die einzigen Pistolen, die ich bisher gesehen habe, waren die beim Sheriff. Dann? Aber da wird er die doch nicht gelassen haben, seine eigenen. Ja, aber vielleicht kriegen wir ja... Können wir nicht irgendwie... Wir wollten doch den Sheriff ablenken. Ja, wie um an das? Die Bücher zu kommen. Genau. Ablenken. Es müsste draußen irgendwas passieren. Ja. Da sind noch Pferde. Haben wir... können wir Streichhölzer mitnehmen? Aus der Apotheke. Da bei der, in der Apotheke, da werden da auch Streichhölzer. Ja. Ich meinte nur so wegen... Zufällig vom Feuer aus? Ja. Wo gerade so viel Methan. Ja, stimmt. Die armen Pferde. Ja. Weißt du denn noch, wo die lagen? Hier in dem Apotheker hier Döns waren, glaube ich, Streichhölzer. Ach so, echt? Schon die Frage, ob ich da welche mitnehmen kann. Okay. Das ist jetzt nur so eine Idee. Ach, da. Streichhölzer. Geld? Wo kommt denn das Geld her? Ja, das hat er doch uns doch bezahlt. Ah! Okay. Ja, Schade. Wäre jetzt zu naheliegend gewesen. Aber das geht dann nicht. Anscheinend nicht, nee. Sieht ja etwas, sowas Verrücktes ist der Entwickler selber nicht gekommen. Ja, dann gehen wir einfach mal hin. Hätte oder ich absichtlich, ja, genau. Und wir brauchen noch eine Schaufel. Ja, habe ich aber auch noch nirgendwo eine gesehen. Aber wir waren auch noch nicht bei dem Beerdigungsinstitut im Haus. Okay.
Wir sind ja nur dran vorbeigelaufen. Und ich würde sagen, ein Beerdigungsinstitut hat auf jeden Fall eine Schaufel. Und wir waren auch noch nicht über der Brücke, aber da kann man ja nur dreimal drüber gehen. Genau. Was guckst du da, Kleiner? Sonst irgendwas hier mit den Pferden machen. Also das hier ist ein, was ist denn das eigentlich? Das ist der Wachs. Das Kerzenwachs, okay. Damit können wir einen Schlüssel kopieren. Ja. Wir haben einen Eispickel, wir haben das Wundermittel, wir haben eine Leiter, eine leere Dose Bohnen, eine Papiertüte. Und den alten Brief. Mit Wachs könnte man irgendwas machen, was eine Zeitverzögerung auslöst. Hm. Pri. Braves Pferdchen. Besser, du bist lieb zu dem Pferdchen. Es hat die Kraft, die Sinne eines Mannes zu vernebeln. So, wir wollten zum Beerdigungs-Dings. Das müsste ja irgendwo hier oben gewesen sein. Wir könnten auch da lang und dann rechts gehen. Dann gehen wir da lang. Noch weiter. Komm, ich vorhin haben nirgendwo Pferde gestanden. Ja, jetzt auf einmal. Und da rechts ist das Beerdigungsinstitut. Kann man da irgendwo rechts rein? Weil von da aus ist ja nichts. Also das ist verrammelt und verriegelt. Denk mal scharf nach. Du hast Hermann schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Normalerweise wäre das verdächtig, aber in Anbetracht dessen, was in der Stadt momentan los ist, ist es eigentlich kein Wunder. Ist schon blöd, klar, verweist. Glaub am Freddy, seine Konstitution wird schwach für die giftigen Dämpfe, die da über den Stadt gehangen sind. Ich meine schon, dass so gebildeter Mann wie er mit ein paar denen Blähung hätte fertig werden müssen. Aber ich bin ja nur einfache Schnitzer und Schmatzer, wo der Geschichten erzählt. Der ist jetzt quer meine Geschichte, fürs Erste jedenfalls. Jetzt schaust du, dass ins Bett kämpfst. Seid eh schon wenigstens spät drauf. Ah. Das nächste Mal atmet das Zeug gefälligst nicht mehr ein. Das, der die Pups davon den Pferden? Ja. Sind da zu nah an den Pferden gelaufen? Oder waren zu lange draußen? Ach so. Oder soll das Zeug nicht mehr einatmen? Okay. Ja, dann, okay. Jetzt wird's langsam echt absurd. Mhm. Also, wir haben eine Papiertüte und dem Pickel mit dem Pickel. Ja. Machen wir jetzt, wo ist denn das ist die Papiertüte, oder? Ja, genau. Machen wir da, erst nimmst du die Tüte mit und willst die mal kaputt machen, entscheid dich mal. Oder Löcher in die Dose. Mit der Präzision eines Serienmörders stichst du kaltblütig mit einem Eiszerkleinerer auf die unschuldige Dose ein. Ha! Nach diesen Anstrengungen ist der Eiszerkleiner völlig verbogen und nutzlos. Du wirfst ihn fort, ohne einen Gedanken an dieses dreckige, öde Stück Umgebung zu verschwenden, das man die Umwelt nennt. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Dose mit Löchern. So. Ich weiß, wir müssen uns jetzt irgendwie eine Gasmaske bauen. Genau, ich habe jetzt gedacht, die Papiertüte über die Dose stülpen. Eine leere Dose in einer Tüte? Nee, dann so rum. Beutel passt nicht in die Blechdose. Er wurde für Höheres geschaffen. Was haben wir denn noch? Der Wachs? Nee, bringt's ja nicht. Was soll das werden? Das Elixier schmeckt aus der Flasche viel besser als aus der Dose. Vielleicht mit dem Kostüm. Ja, bringt ja eigentlich nichts. Ne?
kuriert Blähungen. Ja. Für die Pferde. Aber das wäre zu offensichtlich, oder? Wir könnten was von dem Elixier in die Tränke träufeln, damit die Furzerei aufhört. Genau. Du erinnerst dich an Vater Gumms magische Darmzäpfchen. Unglücklicherweise hat Vater Gumm die Produktion bereits vor einigen Jahren eingestellt, als sie herausstellte, dass sie explodieren, sobald sie unter Druck geraten. Okay, das war's dann auch nicht. Das war auch jetzt nicht der Hinweis darauf, dass sie mal Zäpfchen draus machen sollen, ne? Sagt das Rezeptbuch irgendwas, dass wir was herstellen können dagegen? Für Blähungen? Ja. Das ist eine gute Idee. Nee, Balsam. Bittersalz, Bleichmittel. Aber warte mal. Blähungen. Eine wirkungsvolle Behandlung von Blähungen, ob beim Menschen oder Tier, setzt voraus, dass zunächst einmal die Quelle des widerwärtigen Gestanks lokalisiert wird. Nehmen Sie eine Probe der gasförmigen Materie. Ein einfacher Behälter reicht aus, beispielsweise eine Papiertüte. Okay. Stellen Sie Ihr Glasspektrometer, Sie haben doch noch immer dieses alte Gasspektrometer in der Scheune draußen, oder? Vor einen brennenden Alkohol- oder Bunsenbrenner. Halten Sie das Gas in die Flamme und beobachten Sie das entstehende Spektrum. Vergleichen Sie es mit den folgenden Schattierungen und wählen Sie die geeignete Behandlungsmethode. So, das heißt, wir nehmen jetzt die Papiertüte. Benutzen Sie mit dem Pferd. Ja. Das Aroma ist einfach umwerfend. Du traust dich nicht, das Pferd zu berühren, bevor du nichts hast, um dich vor dem Gestank zu schützen. Okay. Das heißt, wir brauchen irgendwas, um uns vor dem Gestank zu schützen. Ja. Aber wo kriegen wir das her? Und was könnte es sein? Also die Dose vielleicht mit noch irgendwas. Also was ist denn, wenn wir die Dose benutzen? Du versuchst den alten Trick, die Dose an deinem Schädel platt zu hauen. Immer zu Hause. Was? Achso. Reden wir mal mit Leuten. Ja. Sam, Sam, lass niemanden auf die Straße raus, bevor ich es dir nicht sage. Über der Stadt hängt Pferdesmog. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich muss was dagegen tun, bevor wir hier noch alle ersticken. Ja, ich habe schon gedacht, da hat jemand Popcorn verbrannt oder so. Langsam, aber tödlich, so viel ist sicher. Aber kümmere dich nicht um meine Kunden, Fred. Die werden nirgendwo hingehen. Irgendwas mitnehmen, was für den schützt. Vielleicht gibt es hinten im Raum noch, war da noch irgendwo was? War, glaube ich, die Hintertür. Nur die Hintertür? Das war, sind hier keine Pferde. Vielleicht bei der, in dem Restaurant? Die hat doch auch zu der leeren Dose gesagt, sie brauchte die ganzen Sachen nicht mehr. Vielleicht meinte die noch was anderes? Mal zu mit der Madame mal, mit der Mom mal reden. Ja. Mrs. Beck. Genau.
Freddy Farkas, schau, was du da wieder mitgebracht hast. Was hast du noch alles auf Lager? Also ehrlich. Kaffeekränzchen. Das ist eines der gemütlichen Tische mit dem rot-weiß gestreiften makellosen Tischtüchern. Scheiß Fliegen! Man kommt sich vor wie in einem Saustall. Das ist Penelope. Schau nur, wie sie am Tisch sitzt und isst und spricht. Ist das nicht einfach ein Traum? Hör auf, dich über den Schwarm meiner schlaflosen Nächte lustig zu machen. Du bist nicht mein Boss. Ja, ist ja schon gut. Die Fliegen haben auch bestimmt irgendeine Bewandtnis. Ja, nur was? Charlotte Russell, eine der Ratstand der Stadt, verschlingt ihre Nachspeise, eine Art Schwammkuchen mit monströser Sahnehaube. Du brauchst sie nur anzusehen und dir schwellt die Adern. Das ist Sarah Hartburn, die Leiterin der hiesigen Theatergemeinde. Sie spielt gerade das große Fressen. Zu diesem Zweck massakriert sie diverse Käsekuchen, vernichtet unzählige Tassen Cappuccino und ruiniert den guten Ruf zahlreicher Leute. Penelope, passen Sie auf sich auf. Aus irgendwelchen Gründen, unerfindlichen Gründen, verbreiten die Pferde hier Unmengen giftiger Gase. Sie sind nicht sicher draußen auf der Straße. Mein Held. Ich werde drin bleiben, bis es sicher ist. Danke, Freddy. Sie haben mir vielleicht gerade das Leben gerettet. Und schüchtern fügt sie hinzu. Ich schätze, ich werde mich irgendwie dafür revanchieren müssen, wenn Ihnen das recht ist. Aber klar, ich meine, toll. Donnerwetter, Penelope, ich meine, klingt gut. Howdy Sarah, sind irgendwelche größeren Produktionen für diese Saison geplant? Sie ignoriert dich. Scheinbar lässt sie sich nicht gerne unterbrechen, wenn sie gerade andere Leute verleumdet. Hallo Miss Rossi, Sie haben da aber ein nettes Dessert heute. Alles, was du hörst, ist ein gurgelndes. Mama, Sie sorgen besser dafür, dass alle hier drin bleiben, bis ich die Blähungen bei den Pferden unter Kontrolle gebracht habe. Eigentlich geht dich das einen Dreck an, aber ich werde schon dafür sorgen, dass meine Kundschaft so lange wie möglich hier drin bleibt. Klar. Wenn Sie natürlich nur einen mickrigen Tee und ein paar Balsenkekse bestellen, setze ich Sie an die Luft. An so ein bisschen Tee und ein paar beschissenen Keksen verdiene ich doch nichts. Der Koch noch? Ich wollte dich nur warnen, Hopsing. Geh nicht nach draußen und lass auch deine Kunden nicht vor die Tür, bevor wir nicht dafür gesorgt haben, dass die Luft rein ist. Will Welten, ob sie wild oder was? Nicht, dass ich wüsste. Warum dann? Sie müssen dafür sorgen, dass sein Lein die Luft. Vergiss es. Geh ruhig nach draußen, wenn du willst. Danke für freundliche Erlaubnis.